Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen der ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001? In diesem Video erfährst du es. Bleib dran! Okay, also generell einmal, ja, wenn wir über die Normen reden, die ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, in der aktuellen Fassung Stand heute ist die Grundstruktur der einzelnen Normen gleich. Ja, diese Grundstruktur nennt sich High Level Structure. Wirst du vielleicht schon mal gehört haben oder gelesen haben, ne? Ist nichts anderes als eine fest vorgegebene Struktur, die angewendet wird auf alle drei Normen. Ja? So, darüber hinaus gibt es natürlich Kapitel, ne, die es in der einen Norm gibt, die es in der anderen nicht gibt. Ja? Und in dem Zusammenhang ist es so, dass die ISO 9001 beispielsweise als Qualitätsnorm mehr Wert oder den Fokus auf Kundenzufriedenheit legt. Ja. Jeder, der die ISO 9001 quasi für sich umsetzen möchte und umsetzt, ja, der ist generell daran interessiert, eine höhere Kundenzufriedenheit zu generieren. Ja. Der möchte letztendlich das liefern, ja, was vom Kunden quasi angefordert wird oder bestellt worden ist. Das ist das Ziel. Ja. So, im Bereich ISO 14001 reden wir über das Thema Umwelt, Umweltmanagementsystem, ja, und in der ISO 14001 geht es hauptsächlich um die Verbesserung der Umweltleistung an sich. Ja. Also das heißt, dein Unternehmen, ja, jetzt abhängig davon natürlich, was du für ein Unternehmen hast, was für einem du arbeitest etc., hat eine gewisse Umweltleistung. Ja. Wenn du beispielsweise eine Chemiebude in Anführungszeichen besitzt, hast du eine andere Umweltleistungskategorie, sage ich mal, ja, wie wenn du einfach nur ein Office besitzt, ja, was einen Rechner hat, was ein bisschen Beleuchtung hat, etc. Ja. Und dennoch ist es so, dass das Ziel eines jeden Umweltmanagementsystems es ist, ja, diese Umweltleistung erstens in einem ersten Schritt zu erfassen, also woraus besteht die Umweltleistung, und diese Umweltleistung stetig zu verbessern, ne, mit Maßnahmen zu untermauern etc. und dann wieder zurückzukehren und zu gucken und zu messen, ne, und zu gucken, wo sind wir jetzt, nachdem wir diese Maßnahmen umgesetzt haben. Ne. Genau, das ist also das Thema Umwelt. Im Bereich Arbeitsschutz geht es hauptsächlich darum, wie du deine Mitarbeiter schützen kannst. Die Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz des Mitarbeiters. Und wie kann man sowas messen? Ja, durch die Anzahl von Unfällen beispielsweise. Ne? Dass, wenn irgendwelche Vorfälle, Unfälle etc. Stattfinden, dass letztendlich eine Messgröße sein kann, die Effizienz und Effektivität deines Arbeitsschutzmanagementsystems quasi messbar macht. Ja? Und das Ziel eines jeden Arbeitsschutzmanagements ist es, oder Managementsystems, ist es letztendlich, deine Mitarbeiter zu schützen und indirekt dann auch natürlich die Unfallzahlen runterzubringen, die Vorfallzahlen etc., ja, runterzubringen. Das sind so die drei Bereiche. Der Bereich ISO 9001, der sich hauptsächlich auseinandersetzt mit dem Thema Kundenzufriedenheit. Wie liefere ich das Produkt, was von mir quasi bestellt worden ist, was der Kunde haben möchte? Das Thema Umwelt. Wie verbessere ich meine Umweltleistung, die Möglichkeiten, die ich besitze im Rahmen meines Kontextes, der Organisation, meine Umweltleistung zu verbessern? Und das Thema Arbeitsschutzmanagement. Wie verbessere ich meinen Arbeitsschutz im Unternehmen? Und alle diese drei Normen sind im Prinzip gleich strukturiert in der High-Level-Structure. Und es tauchen immer mal wieder Kapitel auf, zum Beispiel das Kapitel Umweltaspekte im Bereich ISO 14001, was du natürlich bei der ISO 9001 nicht findest. In der ISO 9001 beispielsweise gibt es einen Bereich Kundenzufriedenheit, den du entsprechend in den anderen Kapiteln nicht findest. Ja? Oder eine Beteiligung etc. im Bereich ISO 45001. So, und das ist letztendlich sind diese ganzen die Unterschiede der einzelnen Managementsysteme. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du jetzt ein Managementsystem einführen möchtest, hast du hier die Möglichkeit, quasi an drei Schräubchen zu drehen, die in deinem Unternehmen wirken. Einmal die Kundenzufriedenheitsschraube, einmal die Umweltleistungsschraube und einmal die Arbeitsschutzschraube. Und jedes Managementsystem, das garantiere ich dir, was du
sinngemäß und nachhaltig bei dir einführst, wird genau diese Aspekte widerspiegeln und dein Unternehmen in den Bereichen weiterentwickeln. Und das ist eine super Ausgangssituation, wenn es darum geht, ja, strategische Entscheidungen zu treffen. Und wir sind jetzt, Stand heute, am Jahresende angekommen, 2019. Und das ist so die Zeit, wo man ein bisschen reflektiert und sich überlegt, was will ich denn eigentlich in meinem Unternehmen für das nächste Jahr quasi anders machen, besser machen. Welche Maßnahmen möchte ich ins Feld rollen? Und das kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt im Bereich Kundenzufriedenheit, Qualität ein bisschen höher gehen oder halt entsprechend die anderen Bereiche Umwelt oder Arbeitsschutz. Und so hast du die Möglichkeiten dazu, das systematisch und strukturiert durchzuführen. Genau. Insofern, ich hoffe, dass ich dir ein paar Denkanstöße geben konnte für dein persönliches Management Review letztendlich, ja, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und wenn du dir jetzt im Prinzip Gedanken darüber machst, welche Managementsysteme du entsprechend umsetzen möchtest oder so, hast du jetzt vielleicht eine Grundlage und kannst dann entsprechend weitere Schritte einleiten. Insofern, ich wünsche dir viel Erfolg im Jahr 2020 und mit gegebenen möglichen Maßnahmen in den Bereichen. Viele Grüße aus Düsseldorf. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.